Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Agonia. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere nächsten Ziele entdeckt, in Form von diesen beiden Banditenlager. Und ja, die Vorbereitungen laufen. Ganz klar. Ja, da fehlt es noch ein wenig an das ein oder andere Teil, schwerpunktmäßig an Rüstungsgegenständen, wie Kettenhemden zum Beispiel. Aber, wir haben hier schon so ein paar Leutchen rumexistieren. Wir hätten hier 10 Soldaten im Angebot und wir hätten da jetzt auch 10 Soldaten im Angebot. Wir haben hier 2 Banditenlager. Ja, weißt du, würde mal Folgendes vorschlagen. Speichern noch mal vorsichtshalber. So, schöner neuer Spielstand. Halt! Nicht wieder zurück zum Desktop. Und wie das letztes Mal was passiert wäre. Okay, ja, dann... Seht ihr mal bitte zu, dass ihr hier so ein bisschen für Aufregung sorgt. Während dann die anderen, genau, ihr macht genau das Gleiche. Auch hier bitte schön so ein bisschen für Aufregung sorgen. Wäre sehr nett. Ich blende das hier immer mal wieder aus, aber ja, sonst schon habe ich schon, glaube ich, lange nicht mehr gemacht, ne? Oder? Wenn es hier um Kämpfe geht, also ganz entspannt zugucken. Weil wie entspannt das hier werden wird, werden wir sehen. Da kommen unsere Leute auch schon Schwerter schwingend an. Stürzen sich auf die ersten Banditen. Die sich als gar nicht mal so leicht zu knacken erweisen. Okay, Lager 1 ist Geschichte. Immerhin. Besser als nix. Okay. Also keine Ahnung, ob sich das hier mit den verbesserten Kampffähigkeiten, mit dieser Aufwertung, sag ich mal so. Okay, Lager 2 ist Geschichte, aber ich habe hier immer noch einen Banditen rum existieren. Echo. Oh. Ja, es waren dann insgesamt 3 Lager, die jetzt Geschichte sind. Cool. Sehr schön. Das ist doch mal eine sehr erfreuliche Entwicklung in die richtige Richtung. Endlich mal ein paar Erfolgsmeldungen hier. Yeah. So, okay, da habe ich 2 Leute verloren, sehe ich. Oh, und hier waren es direkt 4. Das ist übelst. So, naja. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Das ist das Entscheidende. Der Weg zur ewigen Flamme ist nicht unbedingt mehr oder weniger frei. Jetzt haben wir hier noch... Was? Ein gegnerisches Lager wurde... Achso, das ist das jetzt, was jetzt Geschichte ist. Da gibt es Silbererz. Das ist schön. Da wurden irgendwelche Diebe enttarnt. So, das sind unsere Waldläufer. 4 plus 1,2. Besser als nichts. Irgendwo sind doch da Diebe unterwegs gewesen. Das habe ich so verloren. Halt, ich glaube, da kommen sie. Dieb. Augenblickchen mal. Waldläufer voran. Ja, die kriegen wir auch schon von anderen Leuten hier Ärger. Das ist cool. Sieht so aus, als wäre es das gewesen mit den Dieben. Ach, die Schemen. Ah, ja, stimmt. Die gibt es ja auch noch.
Ja, es nimmt kein Ende, ne? Also hier von wegen also friedlich ist anders, ne? Davon mal ganz ab. Schemen. Muss man ganz kurz was überprüfen, was nachschauen. Wald. Veteran wachen, die erschrecken vor Schemen. Das heißt, ich komme also wirklich nur mit meinen Waldläufern da. Klar, mit den Schemen und so. Jo, dann ist das so. Ich kann das immer nicht glauben, deswegen gucke ich immer noch mal rein. Wo sind die denn beheimatet? Auch irgendwo da ganz hinten. Was? Und so weit weg kommen die? Da kommen schon wieder Diebe an. Die sind auch irgendwo da hinten. Aber hallo. Moment. Wo sind die? Wo sind die Säcke da? Oh, das sind nur noch drei, da muss ich aber dringend für entsprechende Nachschub sorgen. Guck erstmal, wie sich hier meine Leute schlagen. Und bis jetzt kommen die, glaube ich, ganz gut voran. Sich nicht ganz falsch lief. Okay, dann vielleicht doch nicht so ganz gut, aber ein paar kommen leider durch. Okay, ein Dieb weniger. Übernehmen die Soldaten doch freulicherweise. Das war's mit den Dieben. Immerhin. Das hat zwar einiges gekostet, aber... Oh jo, das hat einiges gekostet. Allerdings, Waldläufer. Ich brauche ganz dringend Waldläufer. Hilfe. Moment. Abenteuergilde. Mach mir mal so 20 Waldläufer. Wie viele Fackeln habe ich? Und mach's mal ganz schnell Fackeln. Schneiderei. Ich brauche Lederrüstungen. So. Oh, Moment. Ah, ärgerlich. Hä? Oh, juhu. Mann. Ja, Schilde gut und schön, aber ich brauche halt auch eine entsprechende Kettenrüstungen. Das ist ein bisschen wenig. Die Werkzeugschmiede. Von den Werkzeugen her. Ich meine, mehr ist immer gut, aber... Oh, was ist denn los? Aber... Schnellstens ran da. Ich würde sogar sagen, machen wir mal 20 von allen. Besser ist das. Die Schmelzhütte, ja, da geht so langsam aber sicher das Eisenerz aus. Kollege, ich glaube, wenn wie mache ich das am schlechtesten? Wenn auf der einen Seite machen die da unten schon Sinn, die Schmelzhütten, weil ich hier halt auch ja, die Rüstungsschmieden, die Waffenschmiede habe. Also eine Schmelzhütte hier unten ist nicht verkehrt. Die andere ist boah, sowieso etwas weiter oben, also hier. Die hat auch nicht mehr so wahnsinnig viel Material. Geht auch so langsam das Eisen, geht da so langsam aus.
Hier habe ich noch Kohle, da habe ich noch Kohle. Ich schwöre, das ist auch das Einzige, was ich hier noch habe. Das nächste Eisen ist hier irgendwo. Naja, gut, dann ist es halt so. Die Wege werden halt nicht kürzer. Ich überlege halt dann hier irgendwie noch eine weitere Schmelzhütte zu bauen oder so. Eisenvorkommen wurde entdeckt. Irgendwo da ganz hinten. Eisenerz, da ist es. Wo ist das? Ach, okay. Ja, da ist auch Eis. Oh, hier gibt es wenigstens, hier gibt es sogar Silbererz. Stein, okay, Stein. Da ist ein bisschen Kohle. Habe ich denn hier noch irgendwo auch noch Kohle rum existieren? Hier ist bei Silbererz und Eisenerz, das ist keine Kohle mehr. Hier wurde mich voll von Kohlen. Nicht wahr. Es hilft nix. Und wie sieht das hier aus? Habe ich da Möglichkeit, mich auszuweiten? Das ist nicht mein Wachturm. Aber ich sollte hier einen hinsetzen. Auf jeden Fall. Moment. Konzentration. Wachturm. Hey. Das wird lustig. Ein Wachturm. Moment. Auch ganz dringend eine Holzfällehütte. Und Wege. So. Sammelhütte. Da sollen jetzt rein. Moment. Ich würde vorschlagen, ich switch da mal schon mal so. So, nee. Das war schon richtig. Aber ich switch da mal so ein bisschen um auf Veteranwachen. Vielleicht keine schlechte Idee, da mal ein bisschen schlagkräftigere Leute zu haben, wenn wir uns jetzt hier so in dieses Gebiet ausweiten wollen. Und das muss halt auch mal sein. So, das kann ich dann auch schon mal in Auftrag geben. Bitte in diese Richtung expandieren. Wir müssen zusehen, dass wir an Ressourcen kommen, die uns so langsam aber sicher wegbrechen. Wie sieht das hier aus? Grenzverlauf ist ungefähr da so. Auch hier würde ich über kurz. Oh mein Gott. Das ist ja gar kein Durchkommen. Das ist zumindest im Augenblick. Oh nee, Moment mal. Das sieht doch übelst aus. Der ist erst überlegt, die Bäume da wegzusäbeln, um dann einen Weg zu bekommen. Moment mal, ganz kurz mal was geguckt. Überhaupt die Chance, irgendwie hier durchzukommen? Das sieht nicht so aus. Ja, toll, ein totes Gebiet sozusagen. Das hier ist zu schmal, da komme ich nicht durch mit dem Weg. Hier ist sowieso alles dicht. Ja, tolle Wurst. Hier ist auch weiter nichts mehr. Gut, Holz, ja. Eventuell könnte ich hier jagen. Das wäre vielleicht eine machbare Sache, dass ich hier noch eine Jagdhütte hinsetze. Da wäre hier eine Nahrung. Jagdhütte.
die könnte ich hier hinsetzen. Da liegen noch Sachen rum. So. Die Jagdhütte und die lieben Leute können dann hier so, wo war das Wild da so, jagen. Aber ich glaube, hier gibt es in erster Linie Wald. Irgendwelche Kohlevorkommen oder dergleichen sehe ich hier nicht. Wie das hier aussieht, das müssen wir noch in Erfahrung bringen. Aber dazu muss ich auch hier die Möglichkeit haben, so ein paar Sachen zu bauen. Was vielleicht noch eine Möglichkeit wäre, kriege ich einen Deckerposten hin? Irgendwie gedreht, was da dran? Wieso kann der da nicht andocken? Hallo? Eine Sekunde war es so. Okay, Entdeckerposten. Wie sieht es hier überhaupt mit der Holzproduktion aus? Ist das Forsthaus in Betrieb? Mein ja, ne? Oder? Da wurde schon wieder ein Dieb enttarnt. Achso, der hat hier sein. Kommt mir so komisch vor. Jetzt wäre es deaktiviert. Ne, dann ist alles klar. Okay, Holzfällerhütte, der ist da beschäftigt, der ist ebenfalls dort beschäftigt. So, das war der eine. Der ist da beschäftigt und hat ziemlich alles niedergemäht, was es da irgendwie gibt. Moment, 1, 2. 3 ist eigentlich mal ganz gut. Ist hier irgendwas falsch eingestellt? Ich habe da so wenig Holz, deswegen bin ich da so etwas irritiert. Moment. Nein, Gottes Willen. Setzt der Moped mal hier so hin. So, ja. Das könnte ich dann so machen. Und der kann sich dann hier so ein bisschen umtun. So. Ist das Gebiet nicht fruchtbar genug oder ist da der Hintergrund? Habe ich überhaupt noch genügend Rucksäcke? So ganz nebenbei mal bemerkt. 3 Stück. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten muss die Schneiderei mal kurzfristig auch noch ein paar Rucksäcke produzieren. Jetzt soll sich erstmal um die Rüstungen kümmern. Das ist wichtiger. So, kurz überlegt. Ich brauche hierfür Leute, die habe ich geordert. Also, ne, schon mal, was heißt geordert? Also, die sind schon mal vorgemerkt. Aber hier natürlich noch nicht geordert. Dann, ach ja, hier war das große Problem. Da habe ich 10. Und da auch. Das ist mal cool. Da habe ich zu wenig. Wo sind die alle hin? Sind irgendwelche Schemen oder dergleichen zum Opfer gefallen? Wahrscheinlich. Moment. Muss ich dringend intervenieren? Ein Augenblick mal eben. Hilfe. Ich habe ein klein wenig die Orientierung verloren. So, da bin ich.
Wir machen nochmal so 10. Geht nie anders. Wie sieht es eigentlich wohnungstechnisch aus? Bevölkerung. Ja, kann sich sehen lassen. Kriege ich hier noch ein Häuschen irgendwo hin? Wie Bevölkerung da. Am liebsten ein großes, wenn das geht. Wenn nicht, dann muss ich halt mit einem kleinen Haus in. Muss ich mit einem kleinen Haus vorlieb nehmen. Ob ich das unbedingt hier hin haben möchte, weiß ich nicht. Da sollte es eigentlich problemlos machbar sein. Wie sieht es hier mit dem Teil aus? Läuft. Sehr gut. Gut. Dann werden da demnächst halt ne, entsprechend Leute wohnen können. Abenteuergilde mit der Rekrutierung fertig. Ich kann nicht glauben. Wir brauchen. Da habe ich. Ach ja, das würde passen. Ich nehme nochmal 10. Erstmal so. Auf Verdacht. Weil ich habe, das habe ich. Wie sieht es hier aus? Alles klar. Also ich, man sieht schon allein an den Zahlen, da gibt es immer noch, da gibt es immer wieder was zu tun. So, hier werden immer noch Schwerter produziert. Dann würde ich hier ganz gerne Lanzen produzieren, nach wie vor. Wenn das irgendwie machbar ist, würde ich das ja zu schätzen wissen. Problem ist Eisen. Problem ist Eisen. Da ist nichts mehr. Ja. Das ist das Problem. Genau, das ist das Problem. Hier ist auch nichts mehr. Kohle ja, aber kein Eisenerz. Das wird die nächste große Herausforderung sein, hier nach entsprechenden Ressourcen zu suchen und diese dann halt zu nutzen. Aufgaben für die kommenden Folgen, die dann noch erscheinen werden, auf jeden Fall. Damit wir die Insel hier nach wie vor für uns gewinnen können. Wir sind auf einigermaßen ja, guten Wege, sagen wir mal so, einigermaßen okayen Weg. Okayen Weg könnte besser sein, könnte definitiv besser sein. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Sobald ich die entsprechenden Ressourcen für mich nutzbar machen kann, kommen wir hier voran. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Wird etwas dauern, wird nicht ganz so einfach sein. Ich meine, das hatten wir ja in der davorhergehenden Insel ja auch schon, dass sich das etwas in die Länge gezogen hat. Das wird hier nicht viel anders laufen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ich danke für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung, für euer aller Dabeisein. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.